tauchte die Frage auf. Was ist konstant? Sozusagen, was verändert sich nie? Was ist permanent? Was ist nicht dem Wandel unterworfen? Alles, was ich sehe, das verändert sich schneller oder langsamer. Ist es wirklich wahr? Gibt es Veränderung? Oder gibt es keine Veränderung? Denn alles ist in ewiglicher Zeit gebunden. Alle Momente sind schon da und nichts verändert sich, nur der Blickwinkel wandert immer weiter von einem Augenblick zum nächsten. Doch kein Augenblick verändert sich, denn jeder Augenblick ist einzigartig, ewiglich im unendlichen Raum gefangen, ganz unbefangen in der Traumhaft. Wer wahrlich frei ist, tanzt doch in Ketten, nur meinen tanzende Stern zu gebären, muss nur ein bisschen Chaos haben in deinem Gewinde. Und wer hat das nicht? Doch meine ursprüngliche Frage war ja: Was ist permanent? Was verändert sich nicht? Was ist konstant? Was bleibt, wenn alles vorbei ist? Immer noch das, was es ist. Das, was das ist, kann nicht übermittelt werden. Keine Übermittlung gibt's, keine Übertragung. Keine Übermittlung, keine Übertragung. Da wird nichts übertragen und nichts übermittelt. Denn das kann nirgendwo anders hingehen oder niemals weg sein. Denn es ist das, was der Urgrund von allen Gründen ist. Und zum Schluss noch die schöne Frage: Ja, wir wollen doch alles wissen. Ich? Und was ist das Ich? Wer will wissen, was das Ich ist? Ein Konstrukt. Und wer sieht anders, dass ein Konstrukt ist? Wer sieht das? Wer sieht? Wer sieht? Wer sieht durch das Auge, das Licht des Gewahrseins?